Noch sind sie echte Exoten auf Deutschlands Straßen. Aber diese beiden Autos könnten dafür sorgen, dass sich bald mehr Menschen für ein Elektroauto interessieren. VW bietet mit dem e-Up und dem e-Golf zwei Autos an, die sich erst auf den zweiten Blick als Stromer zu erkennen geben. Optisch unterscheiden sie sich von ihren Brüdern mit Benzin- oder Dieselmotor nur in kleinen Details. Das ist auch die Maxime von VWs Elektrostrategie. Kein spezielles Elektrodesign, das Autos oft wie aus einem Science-Fiction-Film oder aus einem Spielzeugladen wirken lässt. Da der Up und auch der Golf in vielen Fällen von ihren Kunden wegen des Äußeren gekauft werden, ist ein Elektroantrieb in diesem Sinne kein Manko. Up und Golf bieten alle Eigenschaften, die man kennt. Den sauberen Antrieb erkauft man sich nicht etwa durch Verzicht, wie zum Beispiel beim Renault Twizy. Der Franzose hat zum Beispiel nicht genügend Platz, um den Wocheneinkauf für eine vierköpfige Familie nach Hause zu bringen, geschweige denn, dass die komplette Familie mit ihm einen Wochenendausflug machen kann. Für den e-Up ist das keine Herausforderung. Der kleine Stadtflitzer hat genügend Platz im Innenraum und einen ordentlichen Kofferraum. Beim e-Golf denkt man nicht einmal darüber nach, dass es Einschränkungen geben könnte. Er macht elektrisches Autofahren nach einigen Kilometern so normal, als hätte es nie etwas anderes gegeben. In der Praxis merkt man kaum etwas davon, dass man in einem der beiden elektrisch unterwegs ist. Die größte Umgewöhnung ist, dass nach dem Drehen des Zündschlüssels kein Motor losbrummt, sondern es still bleibt. Dass e-Up und e-Golf abfahrbereit sind, deuten sie durch ein elektronisches Klingeln an. Ansonsten erkennt man die Elektroversion durch geänderte Instrumente und eigene Bedienmenüpunkte. Beide stürmen aus dem Stand zügig los. Der Up ist in 12,4 Sekunden auf Tempo 100. Der Golf schafft diese Disziplin sogar 2 Sekunden schneller. Subjektiv kommt einem das aber viel kürzer vor, weil die Elektroautos aus dem Stand vehement beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden als Zugeständnis an eine größere Reichweite abgeregelt. Der 82 PS Up ist 130 km/h schnell, der 115 PS starke Golf noch einmal 10 Stundenkilometer schneller. Auch in Sachen Reichweite wischen beide sämtliche Befürchtungen weg. Beim Up sind es in der Praxis über 100 Kilometer. Der Golf kommt unter widrigsten Bedingungen sogar 130 Kilometer weit. Maximal sind 190 Kilometer möglich. Natürlich sind beide Autos im Vergleich zu ihren Diesel- und Benzin-Pendants schon einige tausend Euro teurer. Zum einen wird das durch eine umfangreichere Ausstattung wieder wettgemacht, zum anderen ist es in allen Bereichen so, dass neue Techniken am Anfang teurer sind. Das war bei Computern so, bei Handys und auch bei Flachbildfernsehern. Alles wird aber nach einer gewissen Zeit günstiger. Experten erwarten das bei Elektroautos auch. Mit dem e-Up und dem e-Golf ist die Elektromobilität erstmals in der Großserie angekommen. Das hat bislang gefehlt, denn die futuristischen und meist sündhaft teuren Leuchtturmprojekte haben nicht das Zeug, für eine großflächige Verbreitung zu sorgen. Die beiden Volkswagen können nicht nur das. Sollten sie sich gut verkaufen, dürften sie einige Konzernzentralen wachrütteln und zum Umdenken zwingen.